Der Titel meiner Predigt, gestern hat mir ein Bruder geschrieben, Franz, bitte schick mir den Text für morgen, dass ich ihn irgendwie übersetzen kann. Na, schick mir dein Manuskript. Ich habe kein Manuskript, ich schreibe einfach mit einem Bleistift irgendwas auf und dann sage ich, ich habe kein Manuskript. Dann schick mir bitte die Bibelstellen. Ja, es ist 1. Samuel 17 bis Kapitel 30. Also Kapitel 17 bis 30 ist auch ziemlich lang. Es ist also ein Weg, den der junge David gehen muss. Der junge David war schon gesalbt zum König in Kapitel 16, 1. Samuel. Es war aber noch verborgen, das hat nur der Samuel gewusst und vielleicht die Brüder von David, seine Eltern, haben gemerkt, da ist was Gewaltiges passiert. Und der Saul und die Großen des Volkes Israel haben das geahnt. Irgendwie wussten sie, mit dem Saul läuft es nicht mehr so, wie es sein soll. Und der Herr hat ihn verworfen, das wusste er selber. Samuel hat es ihm gesagt. Aber bis dann tatsächlich das in der Praxis ankommt, ist ein langer Weg. Und dieser lange Weg, der zieht sich jetzt durch diese Kapitel durch. Also die Probleme vom David beginnen mit seinem Sieg über Goliath. Ja. Nach so einem tollen Sieg, da fing es an, schwierig zu werden, weil der Saul ihn sozusagen auf unwiderrufliche Weise an den Hof gerufen hat, also den Burschen brauchen wir für unser Heer. Alle waren begeistert von ihm, nachdem er den Goliath besiegt hat. Für ihn war klar, das ist ein besonderer Mann, sagen wir so, wie alt wird er gewesen sein? Stefan, was meinst du? Du müsstest es wissen. Als er gerade so mit dem Kopf vom Goliath hier so stand, stell dir vor, so einer aus dem Teenkreis mit dem Kopf vom Goliath, wahrscheinlich tropft da unten das Blut noch so raus, ich stelle mir das richtig gruselig vor, aber das hat er einfach durchgezogen. Der war richtig heftig. Und der Titel der Predigt lautet, 11 Worte bringen die Wende. Gestern war ich mit Mike unterwegs noch abends auf einen Hopfentee und oder war es Rooibos-Tee, ich weiß es nicht mehr. Auf alle Fälle, der Mike hat Pfefferminztee getrunken und ich Hopfentee. Und da hat immer geredet und erzählt der Mike und er sagt immer, aber ich komme gleich zu dem Punkt, um den es mir geht. Ja, genau. Und jetzt heute ist es bei mir genau das Gleiche. Ich rede jetzt ganz lang und erst ganz am Ende werdet ihr merken, um was es geht. Oder sozusagen, was das bedeutet. 11 Worte bringen die Wende. Bis wir nämlich zum Predigttext gelangen, in 1. Samuel 30, müssen wir einige Stationen dieses jungen Mannes anschauen oder erwähnen. Ich habe mal, und leider habe ich es verloren, ein Davids ABC geschrieben, und zwar seine Probleme von A bis Z. Ja, ich muss es nochmal machen. Nochmal einige Stunden investieren und das rausarbeiten, weil für jeden Buchstaben vom Alphabet bis auf Y wahrscheinlich und auf Q habe ich ein Problem gefunden, das er hatte und das er überwinden musste. Und irgendwann in 12, 14 Jahren werde ich über das Davids-Alphabet hier predigen. Ja. Werden halt viele von euch nicht mehr erleben, aber ihr seid ja dann beim Herrn und habt es besser. Ja, Not, Leiden und Tod begleitet das Leben von Gläubigen, von hingegebenen Menschen und der David ist hier ein ganz großes, leuchtendes Beispiel. Gerade haben wir von Nöten gehört in euren Reihen, Krebserkrankungen und alles Mögliche. Ich weiß es genau. Wenn wir jetzt hier durchgehen würden, dann würden wir so viele Nöte finden, natürlich eingewoben in viel Ermutigung und Freude, das ist ja überhaupt keine Frage. Das erdrückt uns nicht oder deckt uns nicht zu, aber es ist einfach unser Alltag. Die Schwierigkeiten und das Leiden. Ich habe letztens Christen getroffen, die muss ich wirklich beneiden. Die haben einfach zu mir gesagt, diese Krankheit nehme ich nicht an. Ja. Es gibt so irgendwie so eine Theologie, sozusagen, man wird nur krank, wenn man die Krankheit annimmt. Man muss sie im Namen Jesu einfach Stopp sagen, bevor sie dich erreicht. Ja. Ich glaube, das ist ein ziemlicher Quatsch. Wahrscheinlich sind sie nicht zu beneiden, sondern eher zu bedauern, denn wenn es dann passiert, dass du krank wirst, was ist denn dann? Wir haben eine Schwester bei uns aufgenommen,
die ganz akut plötzlich an, also als Krankenpfleger auf der Onkologie hat man einen gewissen Blick für bestimmte Anzeichen und ich dachte mir, die Frau hat irgendwie einen Lebertumor, so wie sie aussieht, Hautfarbe. Aber sie war völlig ahnungslos. Wir sind am Montag nach dem Gottesdienst, den nächsten Tag zum Arzt gefahren, ins Klinikum, Lebertumor im Endstadium. 3 Monate oder 5 Monate waren es, glaube ich, Lebenserwartung. Und wir haben sie dann 2 Monate später bei uns zu Hause aufgenommen und gepflegt. Also ich weiß ja als Pfleger, was es bedeutet. Und ich muss jetzt mal Klammer aufmachen, was ich noch nie öffentlich erzählt habe. Ich habe mir gedacht, das könnten wir schaffen. Aber mir war klar, das wird nicht so lange dauern. Wenn ich jetzt gewusst hätte, es könnte ein Pflegefall für 10 Jahre werden, hätte ich mich, glaube ich, hätte ich den Mut nicht gehabt. Aber so wussten wir irgendwie, das ist eine überschaubare Zeit. Der Herr hat uns da durchgeholfen. Aber was ich erzählen wollte ist, da kamen so Geschwister aus dieser Sekte, aus der sie der Herr herausgeführt hat, zu Besuch. Okay? Die Frau war wirklich gezeichnet vom herannahenden Tod. Und die haben gesagt, die wird nicht sterben. Überhaupt keinen dran denken. Die wird gesund. Ich habe mir gedacht, Leute, was ist mir eigentlich passiert? Das hat sie so blind. Weißt du einfach, das ist eine Illusion, dass sozusagen wir dem Leid entkommen. Das ist einfach nicht wahr. Ja, und dann war sie 2 Wochen später zum Herrn heimgegangen. Weil es geht ja nicht nur um hier. Aber die haben uns dann nicht mehr besucht nachträglich. Die waren auch nicht bei der Beerdigung. Weil das wird sie so runterziehen, eine Beerdigung. Ja. Wir müssen Illusionen weiterglauben. Traurig eigentlich. Das ist gut, es an uns heranzulassen. Wir werden alt, wir werden krank, wir werden auch sterben oder heimgehen. Aber es ist doch eigentlich kein Schrecken für uns. Ich habe das kurz so formuliert, der Tod ist eine vorübergehende Erscheinung, aufgrund von Sünde von Gott verordnet, eine leichte Körperschwäche inklusive Verwesungsprozess, die aber in Kürze völlig beseitigt und durch Auferstehung und Verwandlung in Ewigkeitsqualität verwandelt wird. So ist es eigentlich. Weißt du, das ist eine Beschreibung von unserem Weg. Halleluja, das ist wunderbar. Wenn man dann selber so krank ist, vielleicht würde ich dann anders reden. Zeit wird auch kommen. Aber es ist doch wahr. Ein Freund von mir war vor kurzem in der Türkei, ungefähr vor 4 Wochen im Erdbebengebiet, in Sanli Urfa, das ist an der syrischen Grenze. Und da hat er einen Bruder kennengelernt, dessen Frau vor dem Erdbeben an Krebs verstorben ist. Und beim Erdbeben, seine 2 Kinder waren im Etagenbett geschlafen, im Stockbett, und das Haus ist zusammengefallen und 1 seiner 2 Kinder wurde zerquetscht. Das andere hat überlebt, weil es unten drin gelegen ist. Boah, ich habe mir gedacht, wenn ich der Bruder wäre, meine Frau mit Krebs vor dem Erdbeben und beim Erdbeben 1 meiner 2 Kinder, das war heftig, das ist 6 oder 7 Jahre alt, war das Mädchen oder die Tochter, der Sohn oder die Tochter, ich weiß es nicht mehr. Wie kann man solche Not ertragen oder hindurchkommen irgendwie? Das ist das Ziel meiner Predigt, heute wenigstens einen kleinen Weg zu zeigen, den wir beschreiten können. Dass wir das irgendwie überstehen, die Bedrängnis überstehen. Also diese Kapitel 17 bis 30, die sind ganz wichtig, denn dort ist mir aufgefallen, dass es sehr viele verschiedene Stationen gibt im Leben von dem jungen Burschen, die er bestehen musste, bis die Erhöhung gekommen ist, im 31. Kapitel. Viel Erniedrigung und Demütigung durch diese Geschichte, durch einige Jahre seiner Jugend, bis die Erhöhung kommt. Wie gesagt, die Probleme beginnen mit dem großen Sieg über Goliath und dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig. Jahrelanger Weg der Demütigung und Erniedrigung. Und es ist ganz lohnenswert, dass du in der stillen Zeit mal die Kapitel durchliest und farblich markierst jedes Problem und wie der David da durchgekommen ist.
der hat sich das nicht ausgesucht. Das ist einfach ihm passiert. Er hat sich auch nicht ausgesucht, dass er am Hof vom König landet. Dass das schon nach wenigen Tagen oder Wochen ihn versuchen wird, mit dem Speer an die Wand zu spießen, weil er einfach so eifersüchtig war. Dass die Leute singen, dem Saul, der Saul hat 1000 besiegt und der David 10.000, das war nicht sein eigenes Lied, das er gedichtet hat. Aber die Eifersucht von dem verworfenen König ist entfacht und dann ging das los. Die Tatsache, 1. Samuel 18, Vers 12, die Tatsache, die wir hier lesen, ist der Grund für die Eifersucht vom Saul. Saul fürchtete sich vor David, Vers 12, denn der Herr war mit ihm, aber von Saul war er gewichen. Da ist die Unterscheidung, gut und böse oder beim Herrn und ein Feind vom Herrn. So ist die Eifersucht ausgebrochen. Die Begeisterung des amtierenden Königs war ganz schnell vorüber. Vers 11, ich will David an die Wand spießen. David aber wich ihm zweimal aus. Die plötzliche Aussicht, dass er der Schwiegersohn vom König werden soll, sehr verlockend, war nur ein Trick, um ihn durch die Philister zu töten. So hatte das der Saul ausgedacht. Ich werde sagen, bring mal 100 Vorhäute von Philister und dann wird er sich auf den Kampf einlassen und dann wird er sterben und dann ist der Saul der Sieger. Seine Verlobte wurde dann einem anderen gegeben. Was für eine Demütigung. Stellen wir vor, im Jugendkreis. Ja. Durch unsere Bekehrung, durch unsere Hinwendung zu Gott, stehen Feinde auf, die wir vorher nicht hatten. Das ist einfach so. Das ist bei mir so und das ist bei euch so. Mehr oder weniger. Auf die Seite Gottes wechseln, schafft eine neue Front, die plötzlich gegen dich steht. Das Böse, die Welt, das Fleisch, der Teufel, manche Menschen, sie hassen uns. Alle zusammen. Im Grunde ist es so. Mit Gott zu leben, zwingt David in eine Rolle, die er nicht gesucht hat. Seine dann tatsächliche Frau, die er bekommt, eine andere Tochter vom Saul, muss er verlassen. Sie seilt ihn ab übers Fenster, legt irgendwie so komisch, keine Ahnung, wo sie das her hatte, so eine Holzfigur, so eine Götzenfigur ins Tempel, macht ein bisschen so Bast daran, dass es ausschaut, als würde David im Bett liegen, nur dass sie ihm hilft, dass er nicht sein Leben verliert. Und der Saul ist so sauer, als er hört, dass der David krank ist, er sagt, dann holt ihm samt ein Bett hierher. Bringt den David samt im Bett. Und er muss fliehen und auch seine tatsächlich dann Frau wird in Kapitel 25, Vers 44 auch einem anderen gegeben. Die Gefahr ist bedrückend. Kapitel 20, Vers 3. Kapitel 20, Vers 3 am Ende, es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. Das ist ihm klar. Vers 31 am Ende, der Saul sagt, er ist ein Kind des Todes. Die Gemeinschaft mit seinem besten Freund endet in einem ganz großen Geheule. Kapitel 20. Vers 41. Sie küssten einander, sie weinten miteinander, David aber am allermeisten. Das hat ihn fertig gemacht, dass er seinen tatsächlich einzigen besten Freund hier zurücklassen muss, weil sein Weg einfach weggeht dort vom Königshaus, sogar aus dem Land muss er letztendlich fliehen. Seine Flucht ins Ausland, Kapitel 21, zum König Achish von Gat flieht er in Vers 11. Und das ist mein Lieblingskapitel, dieser Abschnitt, weil es ein richtiger Psychiatrieabschnitt. Umgeben von den ausländischen Soldaten,
erkennen sie plötzlich, dass das der junge David ist, der Held Israels. Und was bleibt ihm übrig, um dem Ganzen zu entkommen? Seinem Tod ist wirklich eine lebensbedrohliche Situation. Die sagen, das ist es nicht der David, von dem sie im Reigen singen, Saul schlug 1000, David 10.000. Und David nahm die Worte zu Herzen, Vers 13, fürchtete sich sehr vor dem Achish, dem König von Gat, und er stellte sich wahnsinnig vor ihren Augen, tobte unter ihren Händen, rannte gegen die Pfosten des Tores und ließ seinen Speichel in seinem Bart fließen. Waldemar, bitte komm mal nach vorne und tu mal so richtig schön sabbern, den Sabber hier über deinen tollen Bart. Lauf mir gegen die Wand, wirf dich auf den Boden wie Epileptiker, zucken, zappeln. Stellt euch vor, wo es ihn hingetrieben hat und wo er gelandet ist. Das kenne ich nur so bei uns auf der Station, wenn einer völlig durchtickt und da sind 30 Pfleger da, die den festhalten und festschnallen. Wie der eine, der lief immer gegen die Tür mit seinem Hirn, bis alles hier blutig war. Und hat immer gesagt, die Dämonen kommen heute. Und dann fing es an. Dann haben wir festgeschnallt und da braucht es eine Sitzwache, einer sitzt neben ihm. Ich habe seinen Vornamen vergessen. Also ein bayerischer Bursche. Und als die anderen Kollegen weg waren, sage ich zu ihm, du musst zu Jesus schreien um Rettung. Und dann guckt er mich an und sagt, ich bin doch Jesus. Und dann haben wir gedacht, okay, das ist ein hoffnungsloser Fall. Er denkt selber, dass er Jesus ist, was möchtest du machen? Ja, das ist schwierig. Aber so hat der David sich geflüchtet. Und der Achish sagt, tut mir leid, aber wir haben so viele Wahnsinnige bei uns im Dorf oder im Ort oder in unserem Land, da brauchen wir nicht noch einen mehr. Das war seine Rettung. Schau mal, wohin die Not in David getrieben hat, zu welchen Taten, wenn nichts anderes mehr übrig blieb, weil das der letzte Ausweg war. Was meinst du, dass er dann gebetet hat? Also eigentlich hat er oft gebetet. Wir haben es in den Psalmen. Die Lieder hat er in diesen Situationen gedichtet. Der saß dann abends mit seiner Gibson-Western-Gitarre am Lagerfeuer und hat einen Psalm geschrieben, wie der Herr ihn dort wieder herausgeholt hat. Geh mal durch die Psalmen und lies alle, sammel alle Psalmen vom David, wo steht, als er in der Höhle von Adulam war und als der Absalom ihn verfolgt hat und so weiter. Das finde ich heftig. Das war seine Therapie. Lieder dichten, die wir heute singen und lesen. Das ist toll. Ja, wo ist der Mann nach dem Herzen Gottes gelandet? War er nicht der gesalbte König des Volkes Israel? Wo ist die Erhöhung? Wo ist die Hilfe Gottes? Wo bist du? Wo ist seine Liebe, seine Hilfe? Vergiss nicht, die Erhöhung kommt, ganz sicher. Egal wie unser Körper zerfällt, wie schwierig die Umstände sind, die Erhöhung kommt, früher oder später. Die schwierigsten Prüfungen beim David, die stehen noch aus. Was ich am allerschlimmsten finde, ist, dass sein Weg Leiden über andere Menschen bringt. Als er Zuflucht gesucht hat bei dem Priester, wie heißt er wieder? Ahimelech. Und der Edomiter Dög dort irgendwie war, keine Ahnung, was er da gemacht hat, auf alle Fälle, er hat ihn verpfiffen beim Saul, dem Priester. Der war ganz unbedarft, hat ihm geholfen, Ahimelech, ist doch klar. Und letztendlich, an diesem einen Tag, weil sie David geholfen haben, 85 Priester von diesem Dök getötet worden. Und Saul schlug, das haben wir in Kapitel 22, Vers 19, auch Nob, die Stadt der Priester, schlug er mit der Schärfe des Schwerts, Mann und Frau, Kinder und Säuglinge, Rinder, Esel, Schafe.
Und einer nur hat überlebt, der Abiathar, Vers 22. Und David sagt zu ihm: Ich wusste schon an dem Tag, als der Edomiter Doeg dort war, dass er es Saul verraten werde. Ich bin schuldig am Leben aller aus deines Vaters Haus. Also das finde ich heftig. Dass er vielleicht der 20-Jährige jetzt weiß, die ganze Stadt, alle Priester des Herrn, tot, wegen mir. Ich denke, das ist nicht seine Schuld gewesen, aber er hat sich auf die Schulter geladen. Stell dir das vor. Das zu tragen. Also Seite 12 bei mir, insgesamt habe ich 17 Seiten, die wird jetzt emotional. Ich habe heute Morgen schon wieder so geheult und mir dann gleich Taschentuch eingesteckt werden. Ich dachte, ich kann es wahrscheinlich nicht sagen ohne heulen, das ist so heftig. Und zwar, ich versuche es mal ohne heulen. Also, 2008 wurde der Missionar Tilman Geske in der Türkei ermordet. Dem haben die Islamisten, das waren so junge Burschen, haben ihm die Gurgel durchgeschnitten. Dem Tilman, das ist ja Missionar gewesen. Okay? Haben so einen christlichen Verlag gehabt. Malatya, die Stadt in der Türkei. Und weil er dem Herrn treu gedient hat, der Tilman, okay? Und dorthin gegangen ist, wo der Herr ihn hingeführt hat, ist so großes Leid über seine Frau und seine Kinder gekommen. Die Kinder waren 8 Jahre alt und 6, oder ich glaube 2 oder 3 Kinder hatten die. Und das Krasse ist, dass die Miriam, die war damals 8 Jahre, da gibt es so ein YouTube-Video, wie sie erzählt, wie das für sie war, als ihr Vater getötet wurde. Und das musst du dir mal anschauen. Das ist bei YouTube, das heißt Königskinder, das sind so Zeugnisse einfach. Und die Miriam Geske, die erzählt da ihren Weg als Mädchen mit allen Schmerzen, wie der Vater getötet wurde. Und auch wie Gott sie geheilt hat oder den Schmerz geheilt hat. Und das haut mich völlig um. Und da ist so, was noch heftiger ist, dass ihr Vater 3 Monate vor seinem Tod ein Lied geschrieben hat. Das heißt, er ist würdig, mein Leben zu nehmen. Und sie singt es dann. Sie singt dann das Lied ihres Vaters. Das ist heftig. Das hat mich sehr ermutigt. Weil das Tolle ist nämlich bei der Geschichte, dass du dann merkst bei dem Video, wie das Mädchen so fröhlich ist und so freudig und zurückblicken kann über den Trost Gottes in ihrem Leben. Das ist ein wahnsinniges, wertvolles Zeugnis. Warte, harre aus. Die Erhöhung kommt. Das ist wirklich so. Und daher hat vieles Gute daraus gewirkt. Die Frau vom Tilman, die lebt immer noch dort in der Türkei. Stell dir das mal vor, die Susanne. Ich habe versucht, sie zu kontaktieren. Ich wollte sie besuchen mit dem Team, dass wir mal mit ihr drüber reden. Aber irgendwie habe ich sie nicht, ich habe es nicht geschafft, sie zu erreichen. Oder ja, was, vielleicht hat sie es gar nicht erhalten oder so. Ich weiß es nicht. Das ist so ein bisschen ein Gefühl wie damals, als wir von Brake dann, hier waren wir Praktikum, dann sind wir wieder zurück zur Bibelschule, von Brake heim in den Süden und umgezogen. Dann nochmal 4 Wochen war ich alleine in Brake zum Examen und dann habe ich meine Frau und die Kinder 4 Wochen nicht gesehen oder 3. Ich habe mich so gefreut, als ich heimgekommen bin, auf dem Parkplatz vom Gemeindehaus von meinen Schwiegereltern und da sind die Kinder schon am Parkplatz hochgelaufen. Der David war damals so 3. oder 2,5 und ich habe mir auf die Schultern gesetzt und hatte dann gesagt, halt dich fest, gell, mit Papa und so. Und dann habe ich 2 Koffer getragen und der David auf die Schulter und ich gehe so unter der Tür durch und er haut mit dem Hirn oben an die Türschwelle und da fliegt er rückwärts runter nach unten auf diese Metallkante von der Tür da. Und er hat so geblutet, das war so heftig. War jetzt nicht schlimm. Aber einfach, du kannst es heute noch schön sehen, da den langen Schnitt. Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren, da war 2,5. Und der Chirurg, der sagt zu mir, halten Sie ihn jetzt fest. Und ich habe seine Hände so gepackt und ganz festgehalten. Und während er dann da reingestochen hat, und dann schaut er mich an, der David, mit dem Blick, wieso tust du mir das an?
Boah, das vergesse ich nie, das war richtig heftig. Aber das war wichtig. Und eigentlich der Schmerz war für mich ja größer als für das Kind. Und das, denke ich, ist das Geheimnis. Dass wir das oft vergessen, dass der Schmerz ja für Gott noch größer ist. Also diese Leiden hier bereiten David vor auf seine späteren Aufgaben. Er hat ja Großes zu tun, das Volk Israel zu führen als geistlicher Leiter zu dem höchsten strahlenden Zustand, den sie jemals hatten. Und dazu war das nötig, die Lektionen. Und der David hat das sehr gut verstanden. Gott hat alles unter Kontrolle. Seine Freunde, seine Kumpels, und er hat wirklich krasse Typen gehabt als Kumpels, weißt du, die 30 und so, und vor die krassen Listen von denen, das waren sozusagen, das war die Elite-Truppe, das war die GSG 9, oder das war, was war das, Johnny? Wie heißen denn die Teams da von den Filmen? Ja, keine Ahnung, wir haben keinen Fernseher, ihr auch nicht. Ja, das waren einfach die krassesten Soldaten, die es gibt. Und die haben gesagt, jetzt ist es soweit, ich werde den Saul mit dem Spieß so durchspießen, dass er keinen Zucker mehr macht. Und der David sagt, nein, ich will mir nicht selbst helfen. Ich weiß, dass die Erhöhung kommt. Geduld, wir müssen mal auf den Herrn warten. Ich will mir nicht selbst helfen. Rächt euch nicht selbst. Mein ist die Rache, spricht der Herr. Das ist ganz toll. In seinem Alter. Gott hat alle Möglichkeiten, deine Lage heute zu ändern. Und wenn er es nicht tut, dann hat es einen Grund. Dann müsst ihr es nicht selber ändern. Und ich war so in E-Mail-Kontakt mit einer Schwester. Ich war damals dabei, als der junge Bursche zum Glauben gekommen ist, der sie dann geheiratet hat. Aber es hat sich herausgestellt, dass er nicht wirklich wiedergeboren war. Er hat sie verlassen, 4 Kinder. Die war total fertig, seit Jahren kämpft ums Überleben mit den Kindern. Und dann schreibt sie mir, darf ich dir mal schreiben, ein paar Fragen stellen. Und sie hat es dann irgendwann verstanden, heute habe ich keinen neuen Mann, mein anderer kommt auch nicht zurück und es ist nichts in Aussicht und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Aber ich habe Mut, wieder Mut, mit dem Herrn Tag für Tag zu leben. Das hat mich sehr ermutigt. Ja, einige Lektionen bleiben heute unerwähnt. Wir sind gleich am Ende der Predigt. Wir müssen uns jetzt schnell noch dem Finale ändern, denn ich wollte auf was hinaus. Schon seit über einem Jahr ist David im Ausland, ist Ruhe eingekehrt, er war weg, weit weg. Es ging nicht anders. Er musste seine Eltern ins Ausland schaffen, um sie davor zu bewahren, dass der Saul die Familie killt und seine Eltern umbringt, um ihm irgendwie zu schaden. Also in vielen Richtungen hat es andere Leute mitgerissen. Und dort im fernen Land, weg von der Heimat, die Frau weg, Eltern weg, Heimat weg, Volk weg, alles weg, ist er jetzt da auf diese feindlichen Soldaten letztendlich angewiesen, die sagen, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Und die hatten nur noch einen einzigen Ort, wo sie jetzt noch hin konnten, er und seine Freunde, das war die Stadt Ziklag. Dort hatten sie Zuflucht. Dort waren die Frauen, die Kinder und eine ganze Ansammlung von, wie heißen denn die? Schurken, Halunken oder all die in Israel nichts mehr zu suchen hatten, hat der David da gesammelt. Die flüchten mussten aus der Heimat. Und dort in Kapitel 30 haben wir dann diese Szene. Das ist das Finale. Die sind weggeschickt worden von den Feinden im Feindesland. Von den Feinden im Feindesland zum Feind erklärt. Und weggeschickt. Wie kann man denn dann im Feindesland noch mal vertrieben werden? Auf alle Fälle zurück nach Ziklag. Okay, es gibt nichts anderes mehr. Und Kapitel 30, Vers 1. Als nun David mit seinen Männern am dritten Tag nach Ziklag kam, waren die Amalekiter eingefallen ins Südland und Ziklag und haben Ziklag eingenommen und mit Feuer verbrannt. Und hatten die Frauen und alles, was in der Stadt war, klein und groß, gefangen genommen. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggeführt und waren abgezogen.
Als nun David mit seinen Männern zur Stadt kam und sah, dass sie mit Feuer verbrannt war und ihre Frauen, Söhne, Töchter gefangen waren, erhoben David und die Leute, die bei ihm waren, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Das ist sozusagen ein absoluter Tiefpunkt. Okay? Es gibt keinen tieferen Punkt. Wo soll es noch einen tieferen Punkt geben jetzt? Die haben jetzt geheult so lang, bis sie völlig ausgeheult waren. Hast du schon mal dich wirklich ausgeheult? Stundenlang geheult. Ich habe mal 4 Wochen geheult, als der Herr mir gezeigt hat, dass meine Verlobte nicht wiedergeboren ist und dass ich sie nicht heiraten kann. Das war heftig. 4 Wochen Urlaub, ich habe die ganze Zeit geheult. Bin aufgestanden, habe mich hingelegt in meiner Einzimmer-Apartment, habe erst mal geheult. Aber das war gut, das war heilsam. Das ist nicht das Schlimmste, das ist noch lange nicht das Schlimmste. Wisst ihr, was jetzt passiert ist? Die Männer in der Asche, schwarze Gesichter, ich stelle mir das so vor, die Tränen haben da die Asche aus dem Gesicht gewaschen. Die haben sie vielleicht noch irgendwo eingekrallt oder irgendwas gesucht, was von der Familie übrig geblieben ist. Du weißt ja nicht, findest du die Knochen von deinen Kindern? Es war irgendwie klar, okay, die sind nicht mitverbrannt, die sind nicht da. Aber wisst ihr, was dann passiert ist? Seine Freunde haben plötzlich so einen Zorn bekommen auf den David, denn er hat sie in diese Lage gebracht. Und dann haben sie die Hände zu Fäusten geballt und David, Vers 6, geriet in große Bedrängnis, weil die Leute ihn steinigen wollten, denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter. Jetzt hast du uns das Letzte genommen. Du bist schuld an allem. Also ich finde das Wahnsinn, weil es gibt nichts Schlimmeres. Aber warte, die Erhöhung kommt. Jetzt ist sie kurz davor, dass sich die Lage wendet, das Blatt wendet, und zwar plötzlich. Es bleibt ihm, und das ist für uns so wichtig, es bleibt ihm nur noch eine Sache. Und die heißt, Gott fragen. Gott fragen. Er flüchtet sie zu Gott. Er befragt Gott, was er jetzt tun soll. 11 Worte bringen die Wende. Der David sagt zum Priester Abiathar, dieser einzige Überlebende aus der Stadt Nob, bring mir das Priestergewand. Und als Abiathar den Ephod oder das Priestergewand zu David gebracht hatte, befragte David den Herrn und sprach, soll ich dieser Schar nachjagen und werde ich sie einholen? Er sprach, jage ihr nach. Du wirst sie einholen und die Gefangenen befreien. Das war der Bibelvers. Den hat er bekommen vom Herrn. Das war der Vers, den er gebraucht hat. Und der David jagt den Leuten nach. Er befreit die Familien. Und jetzt sozusagen beginnt sich das Blatt zu wenden für ihn. Die sind so begeistert, obwohl sie vorher so fertig waren, von dieser langen Verfolgungsjagd, also dass einige von seinen Freunden gesagt haben, wir können nicht mehr. Wir müssen hier bleiben, wir müssen sie alleine nachjagen. Und er hat die Feinde umzingelt, sie besiegt. Und in Vers 18 heißt es, so gewann David alles zurück, was die Amalekiter genommen hatten, auch seine beiden Frauen. Und es fehlte nichts, weder klein noch groß, weder Söhne noch Töchter noch Beute noch alles, was sie sich genommen hatten. David brachte es alles zurück. Und die waren so begeistert von dem Sieg dieses Burschen, was die geschrien haben unterwegs. Das ist Davids Beute! Davids Beute! Das war Party. Die waren völlig aus dem Häuschen. Die haben ihre Kinder in den Arm genommen, die Frauen geherzt. Also, warum gibt es das nicht als Film? Das war so ein krasser Film, oder? Diese Szene da, die war heftig. Und dann kippt es um, im 31. Kapitel, Saul wird getötet und seine Söhne werden getötet. Auch der Jonathan,
Ich denke, weil er einfach sich am falschen Platz aufgehalten hat. Der hätte beim David sein sollen, denke ich. Und da war der Sieg errungen. Da war die Lektion gelernt. Und diese letzte ist für mich, für uns so wichtig, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Wir müssen Gott fragen. Gott meint, dass es genug Text ist, der in der Bibel steht, dass er für alle unsere Situationen reicht. Für jede Lage gibt es irgendwie eine Antwort aus der Schrift. Indirekt, direkt, keine Ahnung, ich weiß es nicht wie, aber das ist das, was wir glauben. 1189 Kapitel, 31.171 Verse. So viel gewaltig. Es ist 65.000 Mal so viel wie die 11 Worte. Es ist wahnsinnige Masse, was Gott uns zu sagen hat. Tun, was Gott sagt. Jage ihnen nach. Du wirst die Gefangenen befreien. Das ist so ein Bibelvers, weißt du, den kannst du irgendwie, kann man den auch mal brauchen? Weiß ich nicht, aber gibt es einen anderen für uns? Der Sieg war gewaltig. Der Jubel unbeschreiblich. Die Wende war da. Das Examen ist bestanden. Seine Zeit ist gekommen, dass der Herr ihn jetzt auf den Thron setzt für das ganze Volk. Drin ausgebildet. Und ich habe dann irgendwie überlegt, ist das nicht irgendwie so, wie es bei Jesus war? Dass nach der Demütigung die Erhöhung gekommen ist und dass er eine Beute sich erworben hat, dass er austeilt. David ist unterwegs und teilt aus und belohnt die Städte mit seiner Siegesbeute. Das hat mir ein bisschen an unseren Herrn Jesus erinnert. Ja. Also, vergiss es nicht. Die Erhöhung kommt. Das Ende, das herrliche Ende, wie es auch immer aussieht, für den, der dem Herrn nachfolgt. Als die Karin dann, die Frau bei uns, die bei uns dann heimgegangen ist, ich wusste dann so während der Woche, okay, den nächsten Sonntag wird sie nicht erleben. Oder besser gesagt, am Sonntag habe ich der Versammlung gesagt, die wird die nächsten 2-3 Tage heimgehen, kommt heute nochmal vorbei, jeder kann kommen. Und es war dann ein kleines Zimmer bei uns und da waren dann 25 Geschwister drin und sie war so, sie hat noch gelebt und liegt da so im Bett. Dann haben wir da gesungen und gebetet und es war so eine heilige Situation, dass irgendwie plötzlich die wollten nicht mehr heimgehen. Ich habe gedacht, singen wir 2 Lieder und dann könnt ihr wieder gehen. Weißt du, ich will mich auf die Couch legen und irgendwie, keine Ahnung, den Sonntagnachmittag genießen. Aber das war irgendwie so besonders. Die standen dann da und die wollten gar nicht mehr heimgehen. Weil es irgendwas so was Schönes war, weil wir wussten, jetzt ist für sie die Zeit. Es war irgendwie das war ein Stück vom Himmel. Ein kleiner Geschmack. Und die Hoffnung schöpfen wir aus dem Wort. Und Gott hat auch ein Wort für dich in deiner Lage. Und jetzt merke ich, Puls mehr füllen, okay. Er ist immer noch über 65, aber ich werde langsam ruhiger. Das ist die Geschichte. Merkst du es auch? Wir können ruhiger werden angesichts dieser Tatsache hier. Ja, wir brauchen euch auch noch die nächsten 22 Kilo. Die nehme ich jetzt ab, das dauert ein Weilchen. Und dann, weißt du, man kann ja nur beim eigenen Gewicht die Zeit zurückdrehen. In die anderen Sachen nicht, aber da schon. Betet für uns und wir sind dankbar, wenn ihr uns weiter unterstützt und wenn wir uns wiedersehen. Und in diesem Sinne Gottes Segen. Amen. Ja, ich bete. Stehen wir auf und beten wir noch. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für die Lektionen, die du dem David beigebracht hast, wie du ihn ausgebildet hast zu einem geistlichen Führer.
Und wir staunen über seine Demut, die er gehabt hat als junger Mann. Das erbitten wir auch für uns Männer, für uns Frauen, dass wir die Lektionen lernen, die du für uns auf dem Tisch hast heute. Und all die Nöte, die uns bedrängen, die wollen wir auch da hinlegen und dich bitten, dass du da auch ein Wort für uns hast, das uns heraushebt aus der Asche, das die Tränen trocknet, das die Ängste vertreibt, das uns wieder Mut macht. Danke, Heiland, du bist wunderbar. Wir danken dir für dein Wort, das nicht vergehen wird und worauf wir uns verlassen können. Amen.